Auch für dich. Hey Gerhard, du lobst gerade deinen tollen Anhänger, was ich da sehe, gell? Das ist ja ein Mutzzugfahrzeug. Ja, genau. Da kann man klasse die Imbissbuden rein einbauen. Ja, da kann man alles machen. Imbissbuden, Veranstaltung, Partymeile, was auch immer. Aber ihr verteilt jetzt Pillen, habe ich gesehen, gell? Ja, das ist, das sind die, wie soll man das jetzt am besten beschreiben? Ja, wir haben sie gehen wir mal ein bisschen näher. Wie man sich in der Matrix halt wohlfühlt, genau gell? Genau so ist es, ja. Was man braucht, das nimmt aber man sich. Man sieht dir relativ deutlich. Was nimmst? Nimmst du die Demokratieautokraten der Einheitspartei, die alle gleich sind, die alle die gleiche Agenda verfolgen? Oder traut man sich drüber tatsächlich was Neues zu machen, was anders zu machen und auf tatsächlich Demokratie, auf Freiheit, auf den Menschen im Mittelpunkt zu haben, zu setzen, dann ist man doch gut aufgekommen. Weil bei dem, da braucht man keinen Morgenschoner, wie es sieht. Da reicht eine Pille, gell? Da reicht eine Pille, ja. Und ja. Da brauchst nicht nur Morgenschoner, da brauchst alles Mögliche dazu, dass du das irgendwie durchdruckst. Da fehlt im Übrigen noch eins, das die Kommunisten fehlen noch. Aber die Kommunisten, die sind mittlerweile tief in der Kronenzeitung drinnen, weil die Kronenzeitung jeden Tag über die Kommunisten berichtet, was ich sehr spannend finde. Ich glaube, der Herr Pandi als Chefredakteur der Kronenzeitung, der hat schon ein Abonnement vom Stalin, Lenin oder vom Mao Zedong ungefähr. Darum haben wir die da gar nicht mehr dabei, weil das ist... Wenn man die ganzen Farben da jetzt zusammenmischt, wird es so braun. Ja. Sag halt ich jetzt auf meiner Kappe. Dunkelbraun. Wie schaut es bei euch so generell aus? Habt ihr wieder eine klasse Veranstaltung? Ja, klasse Veranstaltungen, viel Arbeit, viel Stress. Ja. Natürlich, weißt du, wenn die Medien fast, mein ORF haben jetzt ein bisschen was gekriegt, Salzburger Nachrichten auch, aber wenn die anderen Medien de facto links liegen lassen, ist es natürlich extrem schwierig. Stimmt es, dass ich habe gehört, dass zum Beispiel der Europark euch nicht erlaubt hat, solche Plakate aufzustellen? Der Europark hat uns nicht erlaubt, dass wir uns dort hinstellen, ja. Wobei, das werden wir dann sehen, wir werden uns auch hinstellen, weil es ist gleichheitswidrig, es ist verfassungswidrig. Ja. Der Europark erlaubt de facto nur die 5 im Land befindlichen Parteien. Da stellen wir allen Ernstes die Frage, wo wir eigentlich sind, weil entweder erlaubt das alle oder erlaubt es keinem. Ja, der Sinn und Zweck von Demokratie ist halt natürlich, was der, wie bei George Orwell, 1984, Krieg ist Frieden, genau. Frieden ist Krieg und so, gell? Ach Gottchen erst. Alles aber gut. Aber gut, dass es allen auf dem Ball bleibt. Ja, jetzt schauen wir mal, 3 Wochen haben wir noch, was in die 3 Wochen möglich ist. Es hängt natürlich an den Menschen, es hängt natürlich tatsächlich an den Menschen zu erkennen, dass sie auch mit einer FPÖ nicht wirklich weiterkommen, weil die Frau Swarczyk ist in Wahrheit ja auch, ich würde es nicht sagen Schauspielerin, aber ist in Wahrheit auch nur auf Macht aus und auf Geld aus. Geht ja mit anderen Parteien gerne auf ein Bierchen noch. Sehr gell? Gern, geht auch mit Menschen, die einer anderen Partei sehr nahe stehen, sehr gern wohin. Also das darf man halt alles nicht so sehen. Wobei, die Schwarz-Blau-Koalition hat uns schon wieder mal gesagt, was da los ist. Ja, hat in Niederösterreich gesehen. Es ist ja in Salzburg auch geplant, Schwarz-Blau oder Blau-Schwarz, je nachdem, in welche Richtung das dann geht, weil laut Lazarsfeld-Umfrage sind jetzt beide bei 29%. Für mich immer nur erschreckend, dass die zwar tatsächlich nur über der 5%-Hürde sind, weil da haben wir die NZ-Sekte und da haben wir die Kriegsgeilistanis, haben wir Kiste Doppelname. Und das geht halt gar nicht mehr. Ja, also da muss man ganz ehrlich sagen, die wollen uns am liebsten, siehst du, in die Endzeit führen. Ja, und die Sektenführerin Guru Berthold, ja, in Salzburg. Und da hast du mit der Kleinbauer die, und das glaube ich, sind wir uns unisono einig, das schlechteste Ressort der letzten 5 Jahre, das am schlechtesten geführt worden ist und am wenigsten weitergebracht hat. Ich meine, wobei, das ist schon die schlechteste unter den Schlechten, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja, schauen wir einmal, wie das in 3 Wochen ausschauen wird. Und das Olivgrün überwiegt schon an der Hand, wie ich mal wieder sehe. Ja, so ist es richtig. Na, schauen wir mal. Wir hören uns eh später noch. Aber sicher doch erst. Na, schaut's, da wird die Bühne aufgebaut. Na ja, dann haben wir es in Salzburg 1 Szene gesetzt.
So, meine Lieben, einen großen Applaus an Gerhard. Dankeschön. Du möchtest jetzt gerne was zur Friedenskundgebung sagen und so die Visionen für Zukunft Salzburg. Dankeschön. Ja, auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Als derjenige der drei Redner da, der drei angekündigten Redner, der ja auch ein geborener Salzburger ist, wirklich nur erstaunen, ne? Die gibt es eh ganz selten mittlerweile. Mein Vorredner, den kann man fast nicht mehr toppen. Faktum ist, wir haben drei Jahre lang Spaltung erlebt. Wir haben davor schon Spaltung erlebt. Wir haben in den letzten drei Jahren gesehen, wo es hinführen kann, wenn man Freundschaften, Familien, wenn man Menschen auseinanderreißt. Und wir sind heute hier und ich bin froh, dass einige Menschen gekommen sind. Natürlich, man erwartet sie immer mehr, aber insbesondere danke an die, die hier sind. Denn euch haben wir es zu verdanken, dass wir hier heute eine tolle Veranstaltung machen können. Vielen, vielen Dank einmal von dieser Seite. Es sind ganz viele von euch heute mitgefahren beim Konvoi. Und wir sind zuerst ein bisschen weiter vorgefahren, haben uns dann ein bisschen zurückfallen lassen und haben alle ein bisschen beobachtet. Und wie die Leute, wenn wir rausgeguckt haben, wenn andere aus ihren Autos rausgeguckt haben, wie die Leute auch reagiert haben auf das. Die wenigsten haben nichts da. Sehr viele haben auch wieder zurückgewunken. Und das sehe ich als extrem positives Zeichen. Nämlich ein positives Zeichen, dass wir bei allem, was passiert ist, bei allen Dingen, wo vielleicht der eine dem anderen nicht passt oder der eine etwas getan hat, was der andere nicht gefällt, wo wir einfach auch wieder aufeinander zugehen müssen. Auch das bedeutet Frieden. Es geht nur miteinander. Es geht nicht gegeneinander. Es geht nicht damit, dass ich sage, der Mensch passt mir, wie wir mit dem will nichts mehr zu tun haben. Nein, es geht nur im Gemeinsamen. Und eines der Themen ist, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen. Und für uns alle, so wie wir hier sind, ist das ein Glaubensgrundsatz. Von dem her bitte ich euch alle, jeder, der da ist, jeder, der heute hier ist, einfach mal nachzudenken, wo habt denn ich wen, bei dem ich vielleicht nicht so war. Und einfach mal selbst den Schritt zu setzen. Den Schritt in die Richtung zu gehen und zu sagen, weißt du was, Schwamm drüber. Wir haben vielleicht einmal ein bisschen uns auseinander dividiert, reichen uns die Hände, vergessen wir das. Auch das ist Frieden. Das ist Frieden im Kleinen. Wie wollen wir über Russland und Ukraine etwas bewirken können, wenn wir nicht bei uns selber anfangen? Und das ist, ich habe das die letzten Wochen ganz stark erlebt. Viele von euch, die aus Salzburg sind, wissen, wir sind auch, was das Thema Wahlkampf in der Landtagswahl betrifft, unterwegs. Und die haben das natürlich auch alle ein bisschen miterlebt, was da alles so abgegangen ist. Was bei uns in Salzburg abgeht, bei den politischen Parteien. Mein Vorredner hat ja auch gesagt, wie die Politik auch da eingeflossen hat. Wie ein Salzburger Landeshauptmann am 3. Jänner letzten Jahres uns alle gespalten hat, indem er einen Teil der Bevölkerung quasi vom öffentlichen Leben ausgeschlossen hat. All das wird aufzuarbeiten sein, aber auch hier werden wir alle, die wir hier sind, bei den Menschen, ob sie jetzt die Nadel gehabt haben oder nicht, aufeinander zugehen müssen. Auch hier werden wir für den Frieden im Kleinen und für den Weltfrieden argumentieren müssen und uns die Hand reichen müssen. Es geht nur gemeinsam. Und jeder muss halt auch einen Schritt dem anderen entgegengehen. Dann funktioniert es. Ich freue mich, dass wir in Salzburg am Sonntag, es sind ja viele da, die am Sonntag oft mitgehen,
dass wir in Salzburg einen gefestigten Stand haben von 50, 60, 70 Leuten, die da jeden Sonntag unterwegs sind. Ich frage bei allen, die heute gekommen sind, die diese Veranstaltung bereichern, die gesagt haben, wir kommen da einmal nach Salzburg, damit Salzburg das auch erlebt hat und Salzburg auch seine Friedensveranstaltung hat. Und ich danke euch in unserem Namen, im Namen von allen Salzburgern, die heute hier sind, auf das Allerherzlichste. Und ein allerletzter Dank gilt dem Michi Prinz, dass er das so klasse organisiert hat, was diesen ganzen Konvoi betrifft. Michi, wo bist du jetzt? Da. Michi, dir gehört auch mal Applaus gespendet. Ja, das muss man auch ehrlicherweise mal sagen. Aber der größte Applaus gehört euch, weil ihr heute noch da seid, nach 3 Jahren. Dankeschön. Das wollte ich jetzt nur ergänzen. Danke. Last but not least darf ich als auch Mitveranstalter auch unserem Team einen großen Dank aussprechen von Wir sind Salzburg. Ganz insbesondere an Freddy, den Anhänger, der ist ja schon manchen bekannt, mit dem war er ja schon ganz Österreich unterwegs. Der Freddy ist jetzt auch Teil im Team. Freddy, an dir und allen anderen einen großen Dank. Wir werden im Anschluss, wann die Andrea gesprochen hat, nur durch die Stadt ziehen. Ich hoffe, es werden einige nur dabei sein, auch wenn es jetzt nicht ganz so warm ist. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Ich wünsche euch allen morgen einen schönen Palmsonntag. An alle die, die daran denken, eine schöne Karwoche. An alle Kinder, die da sind oder Jugendlichen, schöne Ferien. Und ich bedanke mich für die Rede. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Dankeschön.